Willkommen zu einer neuen Folge Star Stable. Ja, in der letzten Folge haben wir ja, wie wir hier hinten sehen, den Stand aufgebaut von Volke, der etwas falsche Informationen bekommen hat. Viele Touristen habe ich hier jetzt noch nicht gesehen, aber mal schauen, wie lange er seinen Stand da haben wird. Aber ich denke mal, er bleibt. So, Professor Einstein. So, das Krimskrams-Geschäft ist an seinem Platz. Das kann ich also von meiner Liste streichen. Gut. Damit kommen wir zum nächsten Punkt. Grundlegende Einrichtung. Da die Durchschnittstemperatur an diesem ungastlichen und äußerst ungeeigneten Platz für Forschung so weit unter dem Gefrierpunkt liegt, spielt es keine Rolle, dass wir von Wasser umgeben sind. Du verstehst sicher, dass ich den ganzen Schnee und das ganze Eis hier meine. Wir benötigen jedoch Wasser in flüssiger Form und glücklicherweise bin ich so vorausschauend gewesen und habe eine meiner Erfindungen mitgebracht. Ein Hydrolokator. Mit diesem ist es selbst für den ungebildeten Amateur möglich, innerhalb weniger Minuten eine Wasserquelle zu finden. Sobald die Wasserquelle lokalisiert wurde, muss man lediglich bohren und das Wasser beginnt zu sprudeln. Bitte schön, Lucy, hier ist der Hydrolokator und einer für dieses Klima geeignete Bohrer. Nun gut, drück auf den großen roten Knopf, um den Hydrolokator zu starten. Genau, nun ist er an. Sehr gut, sehr gut. Nimm das Gerät und höre auf das Geräusch. Je näher du dich an einer Wasserquelle befindest, desto lauter wird der Hydrolokator. Wenn du nah genug bist, wird dir das Gerät anzeigen, wo du bohren musst. Ganz einfach, oder? Es darf nicht mehr als 2-3 Minuten dauern, um Wasser zu finden. Also beeil dich. Wir haben hier jede Menge zu tun und können uns keine weiteren Verspätungen leisten. Da bin ich mal gespannt. Der Hydrolokator. Ich hoffe, der läuft schon. Ich hoffe, ich höre das auch. Ach so. Wir müssen aber wahrscheinlich auf den See. Ja. Wir haben ja zum Glück eine Karte, die uns das auch anzeigt. Das ist schon mal sehr praktisch. Oha, müssen wir jetzt hier rüber? Nee. Wir müssen noch ein ganzes Stück weiter. Das heißt, wir müssen hier außen rum und dann mal schauen, ob wir von hier hinten da rankommen. Ob das so gut war? Nee. Das war nicht so gut. Irgendwo. Oh. Nee, ganz knapp nicht geschafft. Na gut, dann gehen wir außen rum. Das hätte man auch gleich machen können, aber na gut. Wieso einfach, wenn es auch schwierig und mit Fels geht? Hä, müssen wir gleich auf den See? Müssen wir einfach. Toll, hätte ich auch den Weg lang gehen können. Aha. Das war er sicherlich. Ah. Okay. Aha, der Hydrolokator schlägt aus. Es ist Zeit, nach Wasser zu bohren. Okay. Rein theoretisch hätte man sich den Weg über den See sparen können, aber ich hätte jetzt echt gedacht, dass wir am See irgendwo bohren müssen. Aber ich wurde eines Besseren belehrt. Kein Wasser. Na toll. Funktioniert ja super. Wahrscheinlich sind wir dann wieder schuld. Ja. Dann wäre es doch vielleicht mal ganz gut, wenn Frau Professor Dr. Einstein das mal selber ausprobiert, das Gerät. Oder wir müssen noch tiefer bohren. Sehr gut, Lucy. Da haben wir also Wasser und können mit dem nächsten kritischen Teil des Plans fortfahren. Wie bitte? Kein Wasser?
Der Hydrolokator hat nicht funktioniert? Das ist unmöglich. Du musst etwas falsch gemacht haben. Wie du meinst, du hast es genauso gemacht, wie ich es gesagt habe, und an der Stelle gebohrt, wo der Hydrolokator angezeigt hat? Merkwürdig. Ich muss das Gerät untersuchen und nachsehen, woran es liegen kann. Ja, und? Also, das war ja typisch. Wenn wir kein Wasser finden können, wir nicht weiter im Plan fortfahren. Zum Glück habe ich eine Alternative gefunden, mit der wir uns beschäftigen können, bis der Hydrolokator ordnungsgemäß funktioniert. Wir werden einen Ort konstruieren, an dem die Reiter sich um ihre Pferde kümmern können. Eine Pferdeversorgungseinrichtung, um genau zu sein. Mir ist aufgefallen, dass Pferde auf diesem Teil Jorviks sehr beliebt sind, zu sein scheinen. Das könnte demnach Touristen anlocken. Nachdem du selbst reitest, kannst du mir bei diesem Projekt zur Seite stehen. Ich muss nämlich zugeben, dass Biologie nicht gerade meine Stärke ist. Aber mit deiner Hilfe werden wir wohl etwas anbauen können, das sowohl praktisch und nützlich ist. Also, wenn du damit anfängst, 100 Stahlbalken, 3 Tonnen Beton und 6139 Nägel zu holen, was? Woher du das alles nehmen sollst? Ach du meine Güte, ich vergaß, dass wir uns auf dem unzivilisiertesten Platz im gesamten Universum befinden. Na gut, wir werden wohl das Beste aus dem Material machen müssen, welches uns zur Verfügung steht. Lass mich nachdenken. Ja, ich habe es. Tannenzweige, Lucy. Das ist eine halbwegs akzeptable Alternative für den Betonbogen, den ich zuerst geplant habe. Hol Tannenzweige in Mengen. Ja, das können wir eher machen, als zig Tonnen Beton zu holen und zig Nägel und, naja, Stahlbalken. Wie sollen wir die denn auch hierher transportieren? So, die sind dann bestimmt auf dem Weg. Genau. Und damit haben wir sie. Ja, Betonboden hier wäre natürlich auch richtig blöd. Das macht's alles ja nicht besser, die Kälte. Das ist alles, was du gefunden hast? Ach, na gut. Du kannst später versuchen, mehr davon zu finden. Wie nett. Nach reiflicher Überlegung und nachdem ich alle verfügbaren Alternativen in Betracht gezogen habe, habe ich beschlossen, dass der beste Ersatz für Stahlbalken Baumstämme aus der hiesigen Vegetation sind. Diese müssen selbstverständlich die richtige Größe haben, also hole nur Exemplare mit dem korrekten Maß. Nun, ich habe dir gezeigt, wie diese auszusehen haben. Los mit dir und suche nach Baumstämmen, Lucy. Ja. Dann müssen wir wohl wieder hier den Weg entlang laut Karte. Und da drüben glitzert es schon. Hier liegt der erste. Der nächste lehnt hier an einem Baum. Okay, das hat schon gereicht. Kann man sich kaum vorstellen, dass diese drei Balken reichen sollen. Wahrscheinlich heißt es dann, wir müssen später nochmal mehr holen. Was sich dann ziemlich nach einer Daily anhört. Aber abwarten. Sind das alle Stämme, die du gefunden hast? Na gut, du kannst später nach mehr suchen. Indem ich nun die unregelmäßigen Postlieferungen in das Tal des verborgenen Dinosauriers berücksichtigt habe, ergibt meine Wahrscheinlichkeitsberechnung ein realistischeres Resultat. Die Wahrscheinlichkeit, dass nun mehr Briefe von Interessenten gekommen sind, beträgt nun 54%. Ausreichend, um einen Blick auf besagten Briefkasten zu werfen. Selbst kann ich mich nicht weiter als bis hierher vom Feuer entfernen, ohne dass der Erfrierungsprozess in meinem Körper unaufhaltsam wird. Das sind wesentliche Tatsachen. Du bist besser für dieses Klima geschaffen und musst daher diese Aufgabe annehmen. Also los jetzt mit dir. Ja, wie wär's, wenn sie sich einfach mal ein bisschen wärmer anziehen? So ist das klar, dass man sich da einiges abfriert. Dass der Körper das nicht mitmacht. So, aber der Briefkasten ist leer. Keine Post? Na gut, wir haben hier unser Projekt mit der Konstruktion einer Versorgungsanstalt für Pferde. Damit können wir uns in der Zwischenzeit beschäftigen. Ja, und jetzt gibt es... Genau.
Dailies, Bretter gibt es beim alten Aufzug. Und gut, Tannenzweige machen wir jetzt mal nicht, aber die Bretter, das haben wir ja eben noch nicht gemacht. Wir benötigen Bretter für die Konstruktion der Pferdeversorgungseinrichtung. Hinten beim alten Aufzug, unmodern und sicherlich lebensgefährlich. Ach so, bei diesem alten, unmodernen und sicherlich lebensgefährlichen Aufzug muss es haufenweise alte Bretter geben. Das ist rein logisch. Ist rein logischer Gedankenschluss, welcher mich zu dieser Schlussfolgerung kommen lässt. Reite dorthin und nimm alle Bretter, die du finden kannst, mit hierher. Okay. Dann kann ich hier erst weitermachen, wenn ich den Ruf verbessert habe. Oder halt diese Leiste da voll habe. Ja, dann heißt das wohl, es geht auf Südhof weiter mit den verschwundenen Ponys. Ja, da müssen wir auf jeden Fall weitermachen und den Armen helfen. Ich denke zumindest, dass es bei Erik da weitergeht. So, damit haben wir die Bretter eingesammelt. Aber bis ich in Südhof bin, das wird sich heute wahrscheinlich nicht mehr lohnen. Dann haben wir ja noch den Garten. Und lange Nase für den Miesepeter. Auch das Ratsmann in Silvergate. Das hört sich doch... Miesepeter ist doch... Oder? Ist das vielleicht Herr Campbell, der wieder aufgetaucht ist? Ja, das ist die... Erik-Quest. Ach so, der Garten. Ach so, das südliche Eisentor. Ja, ich bin ein bisschen verplant gewesen. Das südliche Eisentor ist ja das Tor, das wir geöffnet haben. Gut, es sind zwar weniger Bretter, als ich dachte, aber es ist zumindest ein guter Zuschuss für unseren Vorrat an Baumaterial. Ja. Ja, dann machen wir hier einfach nochmal die Dailies, damit wir hier hoffentlich schnell fertig werden. Und was Neues anfangen lohnt sich hier heute nicht. Dann geht es wahrscheinlich doch morgen hier weiter. Wir benötigen mehr Tannenzweige für den Boden in unserer Pferdeversorgungseinrichtung, Lucy. Sieh nach, ob du mehr davon in dieser unheimlichen Wildnis findest. Quatsch, morgen, das schaffe ich niemals. Also, naja. So lange warte ich mit dem Aufnehmen bestimmt nicht, weil momentan ist es wieder so richtig spannend. Man möchte eigentlich so gerne an zig verschiedenen Stellen weitermachen. Aber, ja, so viel Zeit bleibt dann leider nicht. Aktuell läuft ja noch das Fortuna-Festival, das ist aber heute der letzte Tag. Und, naja, gut, dabei hat man ja auch noch ein bisschen Zeit investiert und, ja, Gold gesammelt und bei Sean abgegeben. Ich weiß nicht, ob ich das heute nochmal schaffe. Eigentlich hätte ich schon gerne noch das Kleeblatt vorne für die Trense. Aber bis jetzt hatte ich nicht das Glück, das zu bekommen. Mal schauen, ob ich heute nochmal Zeit habe, das zu versuchen. Aber das werde ich euch dann ja sowieso schon gezeigt haben, wenn diese Folge hier ja online kommt, ob ich das noch bekommen habe oder nicht. Gut, jetzt haben wir Tannenzweige gesammelt. Wie viel bringt denn das überhaupt? Jetzt sind wir beim V von Level. Gut, ich werde Inventur im Tannenzweiglager machen, um zu sehen, ob der Vorrat ausreicht. Naja gut, es geht voran, aber ich denke mal, je nachdem, 2-3 Tage wird das noch dauern, wenn ich es schaffe, jeden Tag die Dailies hier zu machen. Das ist natürlich Voraussetzung. Na gut, dann würde ich aber sagen, war's das für heute. Wir sehen uns dann in einer neuen Folge wieder. Bis dann, tschüss.